Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of Mana. Poseidon Clown, halt mich, ich habe keine Ahnung, was sie bewirken, aber wir haben jetzt Poseidon Clown, Leute. Wir haben Poseidon Clown. Yay! Okay, ich glaube echt, dass wir langsam krass werden durch dieses komische Update, da was wir hatten durch den Stein. In 38 können wir wiederkommen, das sind ja noch ein paar Level hin, noch 18 Level. Das 17, wir sind auf 21, gell? Das sieht voll gefährlich aus. Das sieht mehr als nur voll gefährlich aus. Das sieht aua aus. Der Wind ist zu stark, okay. Geh mal da weg. Nein! Oh, werde ich da jetzt doch weggekickt? Okay, ich mache mal Speerwellen auf das Teil. Warte, ich gehe mal einen Schritt nach drüben. Okay. Oh, Healerin, bitte heal dich! Mach die mal kaputt. Ah. Alter, was ist das für ein Kackding? Hey, du hast eine Rüstung. Au. Okay. Ah. Irgendwie glaube ich, wir sind krass unterlevelt. Immer schön aus dem Wind rausgehen, habe ich gelernt. Assassine, okay. Okay, einmal noch da. Okay, ich mach mal wieder Speerwellen auf das Ding. Vielleicht hat das ja ein bisschen was genützt, wenigstens. Okay, sie heilt fleißig. Mir bleibt doch nichts anderes über. War. Heilendes Licht bloß, ich hoffe es. Okay, sie belebt ihn wieder. Sie soll sich jetzt mal nur aufs Healen konzentrieren und ich gehe voll auf das Ding hier vorne. Baum wandeln. Okay, ich geh mal rüber. Ich mache einen Wirbelwindspeer. Vielleicht ist das Ding einfach ein bisschen zu stark für uns. So, ich stehe jetzt immer mittig, dass ich dann pünktlich ausweichen kann, wenn ich sehe, dass der Boden rot wird. Die anderen zwei kommen mir irgendwie klar. Ich lade mal auf. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen zurückgestoßen. Okay, ich hoffe, meine Healerin hielt. Und nochmal. Ah, ich muss auf die Seite gehen. Okay, ich muss mal kurz ihn wiederbeleben, glaube ich. Okay, wir haben hier einen Formwandler. Okay, ich muss hier irgendwie vorbeikommen. Ja, wir haben ihn schon bei der Hälfte. Fahr einmal rüber. Ich hoffe, ich habe was, wo ich dann auch MP laden kann. Ein Wirbelspeer. Stallzumwandlung. Ein Schritt nach da natürlich. Okay, die eine hat 300. Die könnte auch jetzt halt irgendeinen Angriff starten. Ne, krass ist. Oh, scheiße. Ich habe Angst, dass sie mir beide gleich verrecken. Okay, meine Healerin ist gestorben, aber er hat das schon mal geheilt. Okay. Versucht da mal durchzukommen. Kann meine Healerin immer kurz wiederbeleben? Ja. Passt schon. Okay, ich gehe mal. Alter, ich bin aus dem Weg gegangen.
Okay, ich gehe da mal wieder voll drauf. Oh, das ist ein Formwandler. Oh, auf die Seite. Okay, ich mach mal Speerwellen. Okay, ich gehe wieder drauf. Oh, bitte. Oh, meine Healerin. Halt, der andere Typ. Engelskelch. Wow, einmal rüber. Oh, der setzt die Angriff jetzt aber auch richtig kacke ein, weil neben mir direkt die Speere sind. Eine Schokolade. Ah. Oh Gott, das ist ja einfach nur noch explodieren. Ich heiße sie. Puh. Also damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ich kann wieder Speerwellen machen. Kann ich mir derzeit eine kurze Übersicht verschaffen, wie es aussieht? Okay, er ist down. Das ist meine kurze Übersicht, die ich mir verschafft habe. Ach du heilige Scheiße. Das war ja nur noch ein Gemetzel. Ja, ihr steigt, glaube ich, ein paar Level hoch. Ihr steigt nicht mal ein Level hoch. Was? Alter, was war das jetzt? Alle Vorräte, die wir jemals gesammelt haben, sind gut eingebrochen worden. Okay, ja, weiter. So. Hey, das sind doch Bill und Bobby oder so. Billy und wie ist der andere? Ben, okay. Die müssen wir auch noch besiegen. Okay. Was ist der für ein Level 23? Ja, das bin ich nicht. Ich hole mir mal kurz die Dinger. Aufgrund von, dann kann ich attackieren. Wow. Verarscht mich doch einmal ein Wirbelschwert. Boah, ich wollte eigentlich den anderen machen. Ah, ich will eigentlich an seinen Rücken hin. Kreuzhieb, gut. Er macht gleich irgendwas, Leute. Okay, er wird springen. Okay. Okay. Er wird auf jeden was runterballern. Ich lade mal kurz auf. Und gehe voll drauf. Okay, ich lade wieder. Ich weiß nicht, ob das Aufladen so viel bringt, aber ich glaube schon. Okay, jetzt kann ich Speerwellen machen. Puh. Okay, er ist verwirrt. Wir müssen drauf da, wir müssen drauf da, wir müssen drauf da, wir müssen drauf da, Leute. Leute, greift an. Er teilt sich in Bill und Ben, okay. Okay. Wir müssen schauen, dass wir die Barriere durchbrechen. Okay, kannst du bitte den anderen Heini heilen? Ich gehe mal mit einem Wirbelspeer auf den einen. Okay. Ich geh voll jetzt auf Ben mal. Aber die würden optimal stehen für so einen Doppelangriff. Okay. Ich gehe wieder drauf. Okay. Ich mache einen Wirbelspeer. Das sollte ja recht effektiv eigentlich sein. Schurken, okay. Oh.
Okay, ich hoffe, meine Healerin macht, was sie soll und geht jetzt nicht aufs Angreifen. Okay, wir haben ein bisschen was rausgehauen von denen. Okay, er haut Schurken raus, aber das eine Ding sollte kaputt sein. Okay, Ben ist kaputt, jetzt gehe ich auf Billy. Okay, mitten wir besperren besten. Okay. Ja, hau Schurken raus. Okay. Sollten ihn gleich haben. Lade mich mal kurz nochmal auf und greif so an. Weil dann die blauen Teile nämlich rausfallen. Okay. Jetzt sollte. Okay, wir haben ihn außer Gefecht gesetzt. Wir müssen eigentlich nur draufhauen. Okay, wir haben es. Danke für den Follow, PickyPie88. Du gehörst jetzt auch zu den coolsten Menschen hier auf Twitch. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuschauen. Puh. So, die sind versunken. Waren eigentlich jetzt gerade die Alerts, sondern also ich habe es zumindest nicht gehört. Okay, 22 sind wir hochgestiegen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal wieder in Geist investieren. Okay, das gab nur einen Punkt, ja. Ich werde trotzdem jetzt mal voll auf die Geister gehen. Also, dann würde ich gerne auf Angriff gehen. Ach nee, jetzt kommt die Tusse, aber die sollen wir verschonen. Wer ist die dunkle Majestät? Ist das Tantalus? Aber das Königreich lebt wieder. Ja, den sollten wir finden, aber ich vermute mal, das wird so der Endgegner sein, wenn er sich in ihn reinversetzt oder so. Habe ich so eine Vermutung. Okay, ja. Boah, ich möchte endlich mal meine Sachsamen einsetzen. Yay. Ich liebe dieses Spiel, habe ich das schon mal erwähnt? Also ich finde das echt geil. So, gib dich noch mal. Ich will da hoch. Also ich wette, man kommt doch von hinten hin, aber ich weiß nicht, wie von hinten. Warte mal, kommen wir nicht irgendwo in der Map? Okay, ja, die Map ist jetzt nicht so geil.
So, auf nach Wellness, ne? Ich bin auch gespannt. Ja, ich auch. Oh, Stufe 15, wie niedlich. So. Okay, da sind wieder so hässliche Kupferritter. Aber ich hätte halt so gern diese noch einen Kaktus gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da können wir uns ja später mal drum kümmern, wie wir da hinkommen. So. Okay, wir steigen demnächst wieder hoch. Ich kümmere mich mal um die Teufelchen. Okay. Dann kümmere ich mich wohl um den. So, jetzt. Yay. Wir sind immer noch nicht hochgestiegen. So, Angriff. Das war eigentlich links für eine Höhle. Auf jeden Fall, da waren wir schon. Okay. Ja, ich bin hochgestiegen. Okay, ich gehe mal auf den hier. Da. So. Yay, Charlotte ist auch hochgestiegen. Aber wir kriegen jetzt praktisch alle zwei Level auch zwei Lernpunkte dazu. Okay. Okay. Okay, dann vergeben wir die mal ganz kurz. Wir gehen jetzt gerade voll auf Geist. Geist. Okay. Angriff. Okay. Das hatten wir dann wieder. So, falls wir mal ein bisschen MP brauchen. Ja, jetzt sollte ja Charlotte recht gut zurechtkommen mit den Geistern. Und bei den anderen würde ich, wenn wir die Geister voll haben, dann wieder auf Angriff gehen. Wenn mir das auch ziemlich wichtig ist. Okay, weiter. Ja, du warst die beste Charlotte, ich weiß schon. Ah. Einmal da drauf. So. Aber ich würde mal sagen, für die Leute auf YouTube war es das mit der aktuellen Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye. Trials of Mana. Bis dahin. Tschüss.